Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zu dem neuen YouTube-Video. Ich sehe noch ein bisschen müde aus. Aber das wird ein absoluter Banger-Vlog. Das glaube ich jetzt schon. Gebt doch schon mal ein Like da unten, wie immer, die 50 Likes hinfetzen. Dann haben wir das erledigt. Dann kann ich euch jetzt erklären, was so läuft. Es regnet einfach schon wieder, gell? Es war ein Tag schön, gell? Und jetzt regnet es schon wieder. Bodenlos. Heute gehe ich mit euch einkaufen. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich nehme euch mit. Am Abend gehe ich noch zum Kollegen. Wir gehen grillen. Sprachen lernen, Bubble. Am Abend gehe ich dann noch zum Kollegen. Wir gehen grillieren mit der Firma von ihm. Dort filme ich wahrscheinlich nicht. Und morgen ist ein grosser Tag. Nein, übermorgen. Also morgen ist auch gross. Morgen spielt die Schweizer Nazi zum ersten Mal. Erstes Spiel. Es ist Public Viewing in der Mall of Switzerland. Mal schauen, was ich dort filmen kann. Ich arbeite einfach. Crazy. Da läuft der Fußball. Und dann am Sonntag, das ist für mich so der grösste Tag. Vielleicht habt ihr schon gesehen, der Cubanito mit seinen One vs. One geht momentan ziemlich durch die Decke. Er macht sie verschiedene Städte und alles. Und am Sonntag ist es eben in Luzern. Ich werde am Sonntag dort auch dabei sein. Das könnte noch ziemlich geil werden. Ich freue mich sehr auf den heutigen Vlog. Ab geht's mit dem Video. So, als allererstes ist es jetzt etwas. Also wir haben einmal Maiswaffeln mit Linsamen, glaube ich, drinnen. Ja, mit Linsamen. Einmal die. Dann haben wir Hummus. Das ist so ein Aufstrich. Ich weiß gerade selber nicht 100% was es ist. Ich glaube, es ist Nüsse und solche Sachen. Ist noch ein scharf, richtig gut. Dann noch gute Äpfel und noch ein paar Äpfel. Das ist jetzt mein Morgen. Eigentlich würde ich noch meinen Isoclear jetzt trinken, aber der ist gerade bei der Michelle. Blöd laufen. Eventuell kommen wir bei ihr schnell vorbei, wenn ich gehe noch einkaufen. Und ganz wichtig, am Morgen immer ein grosses, gutes Glas Wasser. Das war so ein geiler Song für das Intro. Aber ich kann ja schon gut. Aber das war jetzt noch. Für jemanden, der noch das Intro braucht, hier, der Song von Ganna. Also, gefährliche Sache hier. Gefährliche Sache. Was liegt alles rum? Ja, ich muss jetzt alles noch aufräumen hier. Bei mir ist auch nicht alles immer super. Ich kriege manchmal meine Sachen einfach am Boden. Jetzt wird jetzt alles aufgeräumt. Ich mache vielleicht einen Zeitraffer oder so. Übrigens, ich wollte euch noch das schnell zeigen hier. Ure geil, von White. Schau mal. Check! Mit Spiegel und alles. Ich schwöre auf alles, Gusti, krankes Marketing. Komplett. Ich habe Nummer 17. Ey, ich bin übrigens sehr stolz auf das Ding hier oben. Das macht den ganzen Raum einfach geiler, wirklich. Da schön, kommst rein. Siehst du da? Spiegel, alle Kleider und dann siehst du etwas Grünes, so wunderschön da. Ja, sensationell. Ich putze jetzt hier noch mein Pult und alles drum und dran, Streaming-Ecke. So, das Pult ist super. Ich schiebe mir jetzt noch die Einkaufsliste, die ich jetzt nachher wirklich kaufe. Ich habe noch 10 Minuten Zeit und noch muss ich gehen. Ich kann euch nur empfehlen, also für mich läuft es viel besser und viel einfacher, wenn ich so eine Agenda habe. Eine zum Reinschreiben. Und nicht eine im Handy oder so. Ich fühle das irgendwie extrem, wenn ich es mir hier reinschreiben kann. Ich habe mit dem Handy kann ich alles reinschreiben, passt. Also ich tue mir es auf Notizen schreiben. Und nachher tue ich es noch eintragen hier rein. Und dann sehe ich immer alles auf einen Blick. Es ist für mich viel einfacher als am Handy den Kalender oder so. Ich bin jetzt doch noch nicht duschen, weil ich aber Bock habe, noch schnell ein bisschen Fußball zu spielen. Ich filme schnell. So, ich gehe jetzt mit meinem Roller. Fahre ich los. Mit meinem geliebten Roller. Ich kann ihn schon richtig lieb bekommen. Kann ich nicht erst etwa so bald ein Jahr oder so, glaube ich. Na, no, ich habe voll vergessen, dass man Münze braucht für den Wagen, oder? Ja, Mann. Ah, nein, schon. Hä? Haben sie gratis oder was? Passt. Alter, der Moment, wenn du Sachen suchst und so eine riesen Wand siehst. Und du hast keine Ahnung, was könnte sein. Ich habe übrigens hier noch mal geschafft. Und ich weiß nicht mal, wo jetzt was ist. Alter, nein. Skier suche ich. Ich glaube, die haben das gar nicht. Übrigens, das ist jetzt schon mal meine Ausbeute. So. Noch da noch etwas gesehen. Eventuell so einen kaufen. Für Haarblondfarbe. Ah, Resultat, hm?
dunkel. Das wollte ich aber schon immer mal machen. Vor dem Stream oder so, können wir Haare färben. Ich sehe nicht gerade, das ist permanent. Permanent. Ich muss mir das, glaube ich, noch nicht überlegen. Dann ist es kritisch. Ich hätte jetzt eins gekauft, um mich rauswaschen, aber das ist schwer. So, die Ausbeute ist klar ersichtlich. Fast 2 Säcke voll. 60 Stutz liegen lassen. Aber das ist gut. Das sind aber gute Sachen. So. 3, 2. Check. So, ich bringe das jetzt zu der Michelle. Die sind eigentlich auch für die Michelle, also bei der Michelle. Aha, Michelle, wenn du den Vlog siehst. Da liegen noch Sachen rum. Wenn ich eigentlich etwas lang liege, dann wird Gott blöd angeschnallt. Oh, die sind am Verfaulen. Michelle. Also, hey. Ich zeige euch jetzt, was ich alles eingekauft habe. So ganz kurz. Also, einmal Pulli. Pulli-Brüstli, also Pulli. Ja, Pulli-Brüstli einfach so zum drauflegen auf Brot. Gute Protein. Ein Brot, das brauche ich für daheim rennen. Das Brot ist OP, weil es ist nicht einmal so crazy schlecht. Es hat viele Kalorien, für mich wichtig, um ein bisschen zunehmen. Es hat auch noch ein paar Proteine und es ist lang haltbar. Dann jeweils zweimal Reiswaffeln. Ich glaube 1,20 Reis kostet, extrem billig. Kann man immer essen, ist mega lang haltbar, gibt Energie und auch wieder Kalorien dabei. Peperoni. Dreimal von der Dinkelteigwaren. Nüsse. Trockenfleisch. Also Fleisch, es ist Rindfleisch, genau, Rindfleisch. Erdnussbutter. Dann gefrorene Gemüse. Thunfisch, Bohnen, Käse, Hummus brauche ich auch für daheim. Und noch 2 Gatorade. Für, falls ich nach dem Training oder so gerade auch noch komme, dann kann ich die noch trinken. Yes, Sir, das ist eigentlich. So, ich bin jetzt fertig. Mich angekleidet, alles drum und dran. Damit ich jetzt zu Nils kann. Ich bin dort eben irgendwie so vom Geschäft aus, hat er dort irgendwas kreieren. Und er hat mich gefragt, ob ich auch komme. Dann habe ich gesagt, ja, Nils, sicher komme ich. Ja, und jetzt bin ich wieder mein Spot. Bei mir ist alles eingetaktet. Dann wirst du Sonntag wieder hochladen, oder? Nein, schaffe ich nicht. Ah. Kennst du Comunito? Den kann ich. Am Sonntag ist in Luzern One vs. One Turnier. Nein. Doch. Den muss ich unbedingt hin. Ah, mich angemeldet. Ja, Gott. Das hat mir sogar geschrieben. Ja, aber das ist schön. Eigentlich zu 100% ja, ja. Darf ich dort teilnehmen. Okay. Du hast du die Videos gesehen? Nein. Von ihm? Nein. 4-3-3 hat sogar eins gepostet. Nein. Ja, von ihm. Jetzt bist du richtig famed. Nein. Nicht. Ich hätte überhaupt nicht. Ich bin Außenverteidiger. Also. Hey, du fährst doch fast am Rand draussen. Nein, ich mach gar nicht. Ich fahre top. Alle Leute sagen, ich also, fahre top draussen. Ich frage mich den Nils mal. Aber ja, mal ganz. Ja, also ganz. Jetzt bist du top. So. Jetzt ist gut, okay. Und ich jetzt Pilot. Jetzt rein. Bist du. So. Tu mal, dass er das selber fährt. Crazy. Schaut geil. Crazy. Unfall. Oh, ich hatte okay. Ich habe, also ganz ehrlich, ich hatte schon Respekt jetzt. Doch, ich muss das Lenkrad festhalten. Solange ich den Finger haben, das ist gut. Also, Nils hat mich jetzt abgeholt. Er wirft schon vor. Nicht, es ist nicht passiert, gar nicht. Alles gut. Wir gehen jetzt, oder ich darf zum Nils' Chef grillieren, gehen essen. Genau. Mit dem wir natürlich kommen. Und ich melde mich dann morgen wieder. Ja. Ich mich auch. Hey, David Guetta und Rihanna geht immer. Das ist so ein Klassiker. Oh yeah! So, ich bin jetzt daheim. Ich bin am Fernsehen schauen. Noch. Deutschland. Goal. Goal. Ah, okay. Ich muss sagen, das Grillieren beim Nils in der Firma war echt lustig. Und ja, wir sehen uns morgen. Morgen muss ich wieder arbeiten. So, guten Morgen. Ich bin so vor dem Sportingsgestell. Da unten geht heute ein Public Viewing. Ja. Crazy, noch nie mal so voll gewesen. Crazy. Da läuft der Fußball. Kubanier war vorhin noch da unten, ich glaube bei den Torwandschüssen. Wo ist er jetzt? Wir müssen ihn eigentlich irgendwo sehen, weil er so ein Hütchen anhat. Ja. Ich habe wirklich noch nie so viele Leute hier gesehen. Wir arbeiten einfach mit Schweizer Trikot. Top. Können wir aber schauen. Der erste Goal offside aberkannt. Crazy. Einfach den Duha. Es soll zählen angeblich. Es zählt. Es wird zählen. Es muss zählen. Ja, ja. Zählt. Spring, komm. Spring. So, also. Ich muss weiter arbeiten, ich habe eine kurze Pause gehabt.
Computer. Die schauen jetzt erstmal noch weiter. Wir können oben ein bisschen im während des Arbeiten noch ein bisschen schauen, mal die Fenster angehen. Wir sehen es wahrscheinlich dann noch im Arbeiten wieder. Ich kann euch sagen, das erste Mal, wo ich finde, dass Mall eine gute Marketingstrategie hat, dass sie den Kubaniten hier hinholen. Das erste Mal. Schön, wir haben heute so viele Leute gehabt. Noch niemals so viele Leute gehabt. Also, ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Ich kann früher noch nach Hause. Also, es ist frei. Jetzt ist es so. Es sind noch 5 Minuten. Wir sind schon in der 70. Minute oder so. Mal schauen, eventuell gehe ich jetzt heim und schaue daheim noch weiter. So Leute, es ist jetzt Abend, wir haben noch Besuch. Schweizer Match war es, 3-1. Gewonnen haben. Ach man, wirklich bis zum Schluss ist noch 2-1 gestanden, da wäre mein Tipp perfekt geworden. Aber nein, macht er noch das Goal. Aber ist gut, Schweizer gewonnen, das ist die Hauptsache. Wir sehen uns sicher morgen wieder. Morgen beim grossen One vs. One Turnier beim Cubanito. Hey. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss man ganz ehrlich sagen. Im Fall. Ja. Aber ich tue jetzt noch den Abend ein bisschen entspannen, ein bisschen geniessen. Und morgen geht es dann los mit dem grossen One vs. One. Ich freue mich. Ich bin jetzt hier noch am meinem Trikot schnell waschen, weil ich es nicht waschen konnte. Das ist nämlich das FC Kickers Trikot. Ich will nämlich den FC Kickers auch richtig präsentieren, oder? Für die, die es nicht kennen, das Ganze, was der Cubanito macht, ich kann es mal einblenden und kurz erklären, schnell so grob. Also es ist eigentlich ein One vs. One, wo er Leute einladet und fragt und alles drum und dran. Mittlerweile ist das Niveau eigentlich ziemlich hoch. Es sind echt gute Spieler zum Teil dabei. Und ja, ein One vs. One, wo einfach crazy Skills ausgepackt werden müssen und alles drum und dran. Damit es ein unterhaltsames Video gibt und halt auch einfach geil ist zum Zuschauen, oder? Deswegen, ich habe das Gefühl, das ist eine geile Sache, weil das ist eine Bühne, wo du dich auch kannst präsentieren kannst, wo man dein Gesicht auch wieder sieht. Ich meine, da reden die Leute vielleicht wieder über einen oder so. Eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Auch wenn ich jetzt komplett in der ersten Runde rauslose, was soll's? Ich bin dabei gewesen. Ich habe geile Sachen erlebt und alles drum und dran. Ich weiss, dass ich wird einer von der eher nicht so guten Spieler sein dort. Das ist mir bewusst. Deswegen kann es sein, dass ich vielleicht erste oder zweite Runde direkt rausgehe. Ich freue mich einfach drauf. Ich bin gespannt. Ich kann nichts verlieren. Das ist wie Marokko oder WM. Sie haben nichts verlieren gehabt. Sie sind ins Halbfinale gekommen. Also. So, guten Morgen. Gestern haben wir Schweiz gewonnen. Crazy, das ist cringe. Das ist wirklich cringe. Dann mache ich mich schon parat für das grosse One vs. One. Ich bin so gespannt, wie viel wir filmen und wie das so wird. Irgendwie bin ich schon ganz wenig für Deutschland. Irgendwie sage ich, Deutschland wird Weltmeister. Dann sage ich, Schweiz wird Achtelfinale rausfallen. Und ich sage, Frankreich könnte auch noch ins Finale kommen. Was das angeht, Frankreich. Ich weiss gar nicht, wie es zusammenhängt, ob das überhaupt geht, ob Deutschland oder Frankreich schon vorher aufeinander treffen. Aber für mich sind Deutschland und Frankreich Favoriten. Wenn ihr euch für Fußball interessiert, ich habe mit Insta-Story und ich immer ein bisschen Fußballsachen aufladen, ein bisschen Updates und was ich so tippe. Vielleicht können wir dort diskutieren. Und sonst könnt ihr auch hier in die Kommentare schreiben, wer ihr denkt, dass Weltmeister wird. Ich würde gerade ein Video schneiden. Ich habe einfach zweimal Weltmeister gesagt. Sogar in meiner Instagram-Story habe ich WM geschrieben, anstatt EM. Ich weiß auch nicht. Ich meine EM. So, erste Runde. Wenn jetzt denkt, ich habe nicht draußen. Nein, ist geil gewesen. Es ist nicht zu unterschätzen, wenn du so vor vielen Augen angeschaut wirst und nachher da reinkommst. Und ich denke, genau das musst du machen. So, vielleicht ganz schnell noch zum Cubanito-Event hier, One vs. One. Crazy, also es ist cool gemacht. Warum ich dort reingegangen bin oder warum ich in das Video gegangen bin, weil ich Bock drauf kann, mit dem Druck müssen umzugehen, vor so vielen Leuten zu spielen. Verstehst du, was ich meine? Du hast einen extremen Druck und du weißt, wenn du auseinandergenommen wirst, in alle, keine Ahnung was, dann, Alter, ich glaube, beim ersten Mal bin ich mich gefickt. Und mit dem Druck können umzugehen, dass es nicht passieren darf und sowas,
top. Also das finde ich geil mit dem Druck. Das bringt dich nur weiter allgemein Druck. So, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst gerne ein Like da. 50 Likes liegen wieder drin. Und vergesst nicht, an Kubanitos das Video zu schauen. Macht's gut. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Ganz viel Liebe geht raus. Und macht's gut. Peace.